Obgleich die Darmstädter Lilien am vergangenen Spieltag in Magdeburg nicht gerade mit Offensivfußball begeisterten, konnte sich die Mannschaft von Trainer Kramotzis mit einem späten Tor von Marcel Heller 3 Punkte sichern. Kramotzis sprach dann auch von einem dreckigen Sieg. Aber Sieg ist Sieg und die 3 Punkte haben die Darmstädter sicher gern mit nach Hause genommen. Der direkte Abstieg ist damit nicht mehr möglich. Die Stimmung an Böllenfalltor entspricht somit auch dem Wetter an diesem schönen Osterwochenende. Also Magdeburg war für mich als Trainer auch ein schönes Spiel. Also wenn man aus Magdeburg wegfährt und spielt zu Null und gewinnt, dann glaube ich, hat man auf jeden Fall vieles richtig gemacht. Und das haben die Jungs auch. Ich bin einfach auch ein Verfechter davon, auch mal zu sagen, man muss nicht immer offensiv ein Feuerwerk abbrennen. Das haben wir, glaube ich, gegen Regensburg gesehen, dass wir da so viele Chancen haben liegen lassen, dass wir da nur einen Punkt mitnehmen. Jetzt haben wir vielleicht offensiv nicht so viele Chancen herausgearbeitet, aber haben defensiv eine sehr, sehr gute Struktur gehabt. Und das ist auch für einen Trainer wichtig, dass das auch stimmt. Und von daher fand ich auch dieses Spiel auch sehr, sehr wichtig für uns. Und ja, deshalb ja, bin ich mal gespannt, was es kommt. Die Partie, denke ich, auch von der Art und Weise, wie beide Mannschaften spielen, lässt, glaube ich, schon ein bisschen darauf hoffen, dass es auch fußballerisch, denke ich, vielleicht eher mehrere Passagen geben wird, als es vielleicht in den letzten Spielen der Fall war gegen Magdeburg. Ein Heimsieg am Ostersonntag gegen Bochum wäre gut für die Lilien, um das Restprogramm der Liga wirklich entspannt genießen zu können. Mit Köln und Union Berlin warten noch 2 ganz dicke Brocken auf die Darmstädter, bevor es dann gegen den Abstiegskandidaten Ingolstadt geht. Am letzten Spieltag schließlich empfangen die Darmstädter dann Erzgebirge Aue am Böllenfalltor. Bis dahin sollte der Klassenerhalt aber eingetütet sein. Eine Zitterpartie, wie in der letzten Spielzeit, wollten die Vereinsvorderen schließlich auf jeden Fall vermeiden. Ich denke, dass die Jungs wirklich wissen, dass es ein Spiel ist, bei dem wir natürlich auch wieder 3 Punkte holen können, ganz klar, und auch einen guten Schritt machen können. Aber wir haben auch eine erfahrene Mannschaft, die auch weiß, wie weit sie auch ihre Emotionen oder auch ihre Art und Weise, wie sie spielt, zügeln muss. Aber wir werden da volle Kanne Gas geben und werden gucken, was dann am Ende dabei rauskommt.